Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Rezension von mir. Und zwar geht es um das Buch von der lieben Juli C. Nullzeit. Das Buch ist schon 2012 rausgekommen und ich habe recherchiert, es hat noch keine einzige Rezension hier bei irgendeinem Booktuber gehabt und es ist so, so schade. Also das konnte ich beim besten Willen so nicht stehen lassen. Es hat 256 Seiten, ist im BTB Verlag erschienen und ihr seht schon, es ist ein Leseexemplar, das ich ja im November in einer kleinen Buchhandlung geschenkt bekommen habe und da genau, die Geschichte dazu ist im Lesemonat November nochmal kurz erläutert. Ja, das Buch ist einfach als Psychothriller deklariert. Bin ich nicht so hundertprozentig mit einverstanden, muss ich sagen, fand es aber dennoch literarisch einfach wahnsinnig gut. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, dass das hier noch keine Rezension hatte und ich dachte so, was, das kann nicht sein. Sie ist eine unglaublich wahnsinnig tolle Schriftstellerin, ich mag sie sehr, sehr gerne. Eines meiner Lieblingswerke von ihr ist Adler und Engel. Das musste ich damals schon in der Schule lesen, also ne, so viel zum Thema müssen. Dadurch wurde mir die Schriftstellerin aber dermaßen schmackhaft gemacht. Also von daher bin ich echt ein Juli C. Fan geworden. Und dieses Buch, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Wie gesagt, es hat ja als Genre Psychothriller, da finde ich irgendwie, weiß ich nicht, bin ich nicht mit einverstanden, warum. Ja, ist auch schwierig, finde ich, zu erklären und wenn ich es ausführlich erklären wollen würde, würde ich euch, glaube ich, hier echt spoilern und von daher lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Es ist für mich ein Roman, der sich sicherlich mit kriminellen und psychothrillerhaften Elementen oder die das Buch zumindest behandelt, aber nicht wirklich einer ist. Von daher so viel zu diesem Thema. Ja. Ich gebe euch noch mal eine kurze Inhaltsangabe zu dem Buch. Es hat ein tolles Setting auf jeden Fall. Dieses Buch spielt auf der Insel Lanzarote und es geht vorwiegend um Sven. Sven ist aus Deutschland ausgewandert mit Antje, seiner Partnerin, / Freundin, wobei er das in der Öffentlichkeit nicht sehr wirklich gerne zugeben möchte. Und er wollte einfach frei sein. Er will seine Ruhe haben, will ein friedliches Leben führen, macht eine Tauchschule auf, findet sich da als Tauchlehrer absolut in seinem Element Wasser wieder. Und das ist auch gerade das Schöne. Nullzeit, der Titel, taucht in dem Buch auf, wird auch erklärt, das ist ein Taucherbegriff. Und zwar hat das irgendwie damit was zu tun, wenn man unter Wasser ist und diese Zeit, die man braucht, um aufzutauchen, dass man da nicht irgendwelche Luftprobleme bekommt. Also ich kann es euch nicht fachmännisch genau erklären, aber fand es schon mal toll, dass auch, wie gesagt, der Titel wieder in dem Buch aufgegriffen wurde. Das mag ich besonders gerne. Und vor allen Dingen diese Hände, ihr seht es hier, die greifen nach irgendwas und diese Fischchen, die hier so rumschwimmen. Also das Cover ist auch auf jeden Fall sehr gut gewählt. So viel zum Thema Tauchen, Wasser, Insel. Und das Buch, wie gesagt, wird aus der Perspektive von Sven erzählt. Dann ja, haben wir eine kleine Casa Raya, das heißt eine kleine Ferienvilla, die nebendran steht, vom eigenen Domizil nur wenige Meter entfernt. Und da taucht das Ehepaar, nee, Quatsch, Entschuldigung, da tauchen zwei ja, Menschen auf, und zwar Jola, die Schauspielerin, und Theo, ihr Partner, 10 Jahre älter, er ist 40, sie ist 30. Theo ist Schriftsteller, nach Jolas Meinung nicht sehr erfolgreich, aber dennoch mischen diese beiden das Leben vom friedlichen Theo und der gutmütigen Antje auf jeden Fall richtig doll auf. Und das Ganze ist von Juli C. so wahnsinnig gut inszeniert, dass ich sagen muss, es hat ja von mir nur 4 Sterne bekommen, dieses Buch, keine 5, weil ich bin auf den ersten 40 Seiten einfach nicht warm geworden mit dem Buch. Ich habe das angelesen und ich dachte so irgendwie, ja, also hast auch schon irgendwie Besseres gelesen. Es hat mich nicht so gleich gepackt und gefesselt, dass ich unbedingt weiterlesen wollte. Hab auch echt überlegt, ob ich es erstmal beiseite lege und mit einem anderen Buch weitermache. Aber ich dachte, Mensch, komm, das ist so dünn, das hast du ratzefatze durchgelesen. Also ich hatte es auch innerhalb von 2 Tagen dann weg. Und muss aber sagen, ab Seite 40 ging es für mich dann richtig los, sodass es dann auch auf jeden Fall seine vollen 4 Sterne wert war. Und auf jeden Fall dieses ich will mal Ehepaar sagen, nein, also dieses Paar, Theo und Jola, die haben irgendwie so eine ganz verquere Beziehung zueinander. Und zwar ist das wirklich, ja,
man quält sich gegenseitig, aber nicht wirklich körperlich, schon auch stellenweise, aber ob das wirklich der Wahrheit entspricht, erfährt man als Leser eigentlich nicht. Aber es geht um diesen kleinen Psychoterror, um diese raffinierten Psychospielchen, die eigentlich auch beide miteinander treiben. Und man fragt sich so, um Gottes Willen, warum sind die beiden überhaupt ein Paar? Das geht doch gar nicht. Warum, ne, schießt der eine die andere nicht in die Luft oder in den Wind und keine Ahnung was? Also es ist irgendwie so eine wechselseitige Symbiose, was die beiden miteinander haben. Und der Schriftsteller Theo, der ist relativ so drauf, dass er sie auch gerne bloßstellt vor anderen in gewissen Situationen. Sie ist ja Schauspielerin, will sich ja auch auf der Insel auf eine Rolle vorbereiten. Deswegen lernen sie ja auch gemeinsam das Tauchen, beziehungsweise breiten da ihre Fähigkeiten oder erweitern ihre Fähigkeiten, was das Tauchen angeht, weiter aus mit dem Sven. Und der sitzt dann immer zwischen den Beinen und denkt sich so, so what? Was soll das? Ne? Was macht ihr da? Und irgendwann fährt Jola so die Finger aus nach Sven und es entwickelt sich irgendwie so eine Art Flirt-Dreiergespann, vom Theo doch etwas toleriertes, heftigeres Flirten, wo man sich so denkt, ganz ehrlich, wenn das wirklich ein Liebespaar ist und da kommt jetzt dieser Tauchlehrer und versucht sich da irgendwie doch schon ein bisschen an meine Jola ranzumachen. Jeder normale Mensch hätte dem eins auf die Nase gegeben oder hätte sich dann getrennt, keine Ahnung was. Mann gemacht, hätte auf jeden Fall nicht so geduldet und er führt vor allen Dingen auch noch Gespräche, wo er sagt, Mensch, gib's doch zu, dass du auf sie stehst. Und ich so dachte, hallo, das ist doch jetzt echt irgendwie skurril. Naja, jedenfalls ist das ein wirklich interessantes Dreiergeflecht. Was für eine Rolle Antje spielt, ja, sie kommt so ein bisschen zu kurz in dem Buch, was aber auch für die Geschichte nicht wirklich schlimm ist. Also das habe ich nicht irgendwie als fehlender, ausgearbeiteter Charakter empfunden, sowas auf keinen Fall. Wie sich das Buch dann eben so weiterspinnt, ist sehr, sehr interessant. Und man hat ja den Sven aus der Ich-Perspektive meistens erzählend. Und zwischendurch ist das Buch aber gespickt mit Tagebucheinträgen von der Jola. Und Jola ist ja ein sehr, sehr, wie soll man das sagen, sehr extrovertierter Charakter. Sie liebt es, so die Aufmerksamkeit an sich zu ziehen. Und irgendwann während des Buches, immer im weiteren Verlauf, driftet im Prinzip dieser Tagebucheintrag, was also passiert ist, mit dem, was der Sven erzählt, komplett auseinander. Und dann denkt man sich so, hä, wie? Der hat das doch jetzt gerade ganz anders erzählt. Wieso schreibt sie das jetzt so in ihrem Tagebuch? Und man fragt sich dann echt so, naja, was stimmt denn jetzt eigentlich, ne, von diesen beiden unterschiedlichen Sichtweisen? Und dann, also es wird echt mega, mega spannend und das hat so eine krasse Wendung in dem Buch. Damit habe ich absolut null gerechnet und es ist einfach nur so wahnsinnig gut inszeniert. Also wie auch hinten drauf schon steht, ein Moment. Raffiniert spinnt Julie Zäh die Fäden ihrer Geschichte über Lüge und Wahrheit, in der wir uns verfangen wie in einem Netz. Brillant. Und genau so ist es auch. Also ich habe hier auch nochmal so einen kleinen Post-it reingeklebt und zwar steht ein Satz in diesem Buch, weil ich, das wollte ich einmal kurz vorlesen, das ist nur ein Satz, und zwar habe ich nach diesem Buch wirklich überlegt, so wie findest du das Buch? Ich habe mir wirklich echt Gedanken gemacht und so hin und her überlegt und abgewogen und dieser Satz trifft es so auf den Punkt, dass ich den echt einfach mal vorlesen möchte. Und zwar, möglicherweise ist Faszination das, was übrig bleibt, wenn man nicht weiß, was man fühlen soll. Und ich habe mir diesen Satz wirklich in dem Moment zweimal durchgelesen, dreimal durchgelesen und habe gedacht, wow, irgendwie hat der Satz was. Und überhaupt dieses ganze Buch, wie es geschrieben ist, Wahnsinn, also das ist halt einfach Julie Zäh, so typisch. Und der Sven, der hat in dieser ganzen Geschichte dann wirklich zum Schluss, also er wird zum Spielball eigentlich von so einer ganz, ganz zynischen Intrige. Und ich dachte so wirklich, es passiert da wahnsinnig irgendwas brutal Schlimmes. Darauf wartet man ja, wenn man vorher weiß, man liest einen Psychothriller. Und deswegen, weil ich mit diesen Erwartungshaltungen an das Buch gegangen bin, hat es wahrscheinlich auch nur 4 Sterne von mir bekommen. Also deswegen
Ansonsten ist es absolut literarisch, hat einen ganz hohen Stellenwert für mich und ich kann es wirklich nur empfehlen, lest dieses Buch. Es ist wahnsinnig toll geschrieben und der Schreibstil ist einfach einsame Klasse, also gar nicht kaum in Worte zu fassen. Das ist einfach Julie C., also das, weiß nicht, so schreibt kein anderer und sie hat einen sehr metaphorischen Schreibstil, was natürlich viele andere Schriftsteller auch haben, aber bei ihr ist es einfach, es hat so eine ganz raffinierte Note da drin und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer lest dieses Buch und sagt mir echt mal, was ihr davon haltet, weil ich finde es einfach schade, dass dieses Buch keine einzige Rezension hat, es taucht nirgendwo auf und das weiß ich nicht, finde ich schade, geht eigentlich so nicht und deswegen lasst mir gerne mal in euren Kommentaren, also eure Meinung in den Kommentaren, da würde ich mich echt mega drauf freuen, bin ich richtig gespannt drauf. Und das war's von mir, von der Rezension. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in das Buch, habe auch nicht gespoilert, auch wenn ich viel über den Inhalt preisgegeben habe, aber dennoch ja, ist das wirklich was, was man auch schon im Klappentext alles erfährt. Der Klappentext befindet sich allerdings im Buch und nicht hinten drauf auf dem Buchdeckel. Von daher keine Sorge, auch für die, die sich jetzt denken, Mensch, jetzt hat sie ja schon so viel verraten, dem ist tatsächlich nicht so. Also von daher viel Spaß beim weiteren Lesen und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!